Glückwunsch zu deinem großen heutigen 50. Geburtstag. Susi Erdmann, München, Germany. Dreimal Gesamtweltcup gewonnen, 3 Olympiamedaillen und die Vize-Weltmeister und Medaillen noch, die ich bei großen Rennen gewonnen habe, jetzt mal nicht hinzugezählt. Also über 30 Jahre hat sich schon eine Menge angesammelt. Oh ja, die habe ich vergessen. Ich bin zweifache Bob-Weltmeisterin. Von Susi Erdmann. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Es ist 13.46 Uhr, als die vorletzte Herausforderung des neuzeitlichen TV-Moderators in Angriff genommen wird. Fachsimpelndes Staunen unterm Watzmann. Ein Calgary-Schlitten, das ist ja unglaublich. Ja, und was ist, wenn der zerlegt wird? Ja, wir haben noch mehrere. Ja? Die haben schon abgeschlossen. Ja. Kurz vor dem Start, nicht gerade eine Thronbesteigung, die der Königssee erlebt. Schon hier ein paar ganz leichte Mängel. Klaus Angermann, die Stimme des Rodelsports, stellt. Und dann bahnte sich genau das an, was die Experten nicht befürchten wollten. Vom Hintermann ist wenig zu sehen, außer den Treter für diese Doppel.
Kopf hoch, Günther, als Untermann von Erdmann eine flotte Kufe aufs Eis gelegt. Ich hab's überlebt. Also, hat's dir wehgetan? Nein, hat mir nicht wehgetan. Nee? Das Unternehmen Königssee verlief glimpflich. Niemand wurde schwer verletzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sie werden einen so schlechten Rodler in den nächsten Jahren auf der Bahn nie wiedersehen. Das war so gesehen historisch. Ja, und noch so eine spannende Frau heute in der Runde. Für sie wurde das Alter plötzlich zum Thema, als ihre Leistungskurve plötzlich nach unten zeigte. In ihrem Fall heißt das 5-mal bei Olympia, 9-fache Weltmeisterin. Boah, als Rodlerin unschlagbar, dann sogar in die Männerdomäne Bobfahren eingedrungen. Wenn man mit 120 Stundenkilometern durch eine Kurve rast, dann ist das ein Adrenalinstoß, den man nicht beschreiben kann, hat sie mal gesagt. Und sie ist ein Stück gesamtdeutsche Sportgeschichte. 15.000 Ostmark hat sie für ihren ersten großen Titel bekommen und sich davon standesgemäß einen Trabi gekauft. Genau. Herzlich willkommen, Susi Erdmann. Schön, dass Sie bei uns sind. Genau, aber natürlich war man das nicht gewohnt. Beim Rodeln ist es so, dass die Damen weiter unten anfangen. Und beim Bobfahren, die starten tiefer, ne? Genau, 5 Kurven weiter tiefer. Und beim Bobfahren ist es wirklich auch von oben. Also das ist schon tough, ne? Und ja, sagen wir so, wir haben uns die ersten 2 Jahre schon durchsetzen müssen und haben mit Leistung überzeugen müssen. Aber wenn man in diese Männerdomäne da eintaucht, in dieses Bobfahren und dann jemand wie Sie, der den Bob ja auch gelenkt hat, genau. Das heißt die Pilotin ist und genau. Die entscheidende Frau, die dann diese genau. Riemen da zieht, ja. Wie viel Überwindung kostet einen das, da mit 120 und mit auch noch Passagieren an Bord in diese Kurven reinzukacheln? Also wir sind ja teilweise schneller, 140, 150 mittlerweile, also Spitzengeschwindigkeiten, also in Vancouver über 150. Ja, ich meine, ich bin im Eiskanal groß geworden. Also ich war zum Glück eine derjenigen mit der Sandra Kiriasis, die vom Rodeln zum Bobfahren umgestiegen sind. Und dadurch hatten wir natürlich das Gespür für die Geschwindigkeit, für die Fliehkräfte und für die Bahnen auch. Und wir haben uns da relativ leicht getan. Aber Fakt ist, ich liebe Geschwindigkeit. Das ist ja auch Rennsport, das ist mein Leben, das ist in meinem Blut. Und ja, man hat Verantwortung, klar. Man ist nicht mehr alleine, so wie beim Rodeln, aber... ja, mir hat's Spaß. Zum Geburtstag viel Glück. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen 50. Geburtstag. Liebe Susi Erdmann, wünschen dir Maria, Ramon und Hans-Peter.